Hi, ich bin Jodi Calussi und ich möchte heute mit euch über Frieden und Freiheit reden. Ein Thema, das so aktuell und wichtig ist wie schon lange nicht mehr. Ich bin hier heute in Ruhesbeek an der deutsch-niederländischen Grenze in einem Freiheitsmuseum und werde alles Mögliche über das Thema Frieden und Freiheit lernen, zusammen mit einem niederländischen Influencer. Ich hoffe, dadurch werde ich ein Bewusstsein für mich selbst und auch für euch schaffen, was Friede und Freiheit überhaupt bedeutet und warum wir versuchen müssen, es unbedingt zu beschützen. Eine Sache, die sich dieses Freiheitsmuseum auch verschrieben hat, ist es, die Geschichte von den Leuten zu erzählen, die normalerweise nicht so laut gehört werden. Zum Beispiel geht es hier um Frauen im Krieg. Was hat die Frau für eine Rolle im Krieg und auch in der Befreiung? Ich bin sehr gespannt, jetzt mehr darüber zu erfahren. Eine Sache, die ich heute gelernt habe, ist, dass Frauen unglaublich viel in der Produktion im Krieg gearbeitet haben. Hinter mir hier seht ihr ein Foto vom D-Day und alles, basically alles, was ihr auf diesem Foto seht, egal ob die Schiffe, ob die Kleidung der Soldaten oder die Tanks, all das wurde von Frauen hergestellt. Und als ich über dieses Thema nachgedacht habe, habe ich auch über das Thema Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau nachgedacht. Weil es ist immer noch so, dass in vielen Ländern Männer dazu gezwungen werden, in den Krieg zu ziehen für ihr Land. Und Frauen eher nicht. Es ist das erste Mal, dass ich bewusst mir wünsche, dass Männer eher so berechtigt werden, so behandelt werden wie Frauen. Das passiert nicht sehr häufig. Das Freiheitsmuseum legt sehr großen Wert auf Interaktivität, damit Leute, die hierher kommen, nicht nur hören, was die Geschichte erzählt, sondern auch am eigenen Leib erfahren. Ein Teil davon sind 4 Dilemmakammern. In jeder von dieser Kammer wird ein Dilemma beschrieben, mit dem Leute im Krieg zu tun hatten. Ich werde heute eine davon erfahren und werde jetzt herausfinden, wie ich in so einem Dilemma reagieren würde. Also das Dilemma, in dem ich mich gerade befunden habe, war, dass ich quasi im Körper einer 14-Jährigen stecke, die zusammen mit ihrer Familie Essensgutscheine fälscht und schmuggelt. Und die Frage war jetzt, ob ich persönlich mithelfen würde und in diesem Widerstand helfen würde oder nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein erster Gedanke war natürlich auf jeden Fall. Es ist mir auch egal, ob ich selbst verhaftet werde, so dass ich würde das machen, um anderen Leuten zu helfen. Mein zweiter Gedanke war, was ist mit meiner Familie? Wird meine Familie dann auch bestraft vielleicht durch das, was ich mache? Könnte das vielleicht schief gehen? Und dann wäre es auf jeden Fall schon in meinem Kopf eine andere Geschichte. Und als drittes ist es jetzt ganz einfach, darüber zu reden und zu sagen, klar würde ich helfen, klar würde ich das machen. Aber jetzt in dieser kleinen Mini-Situation hat mein Herz schon echt gepocht. Und ich glaube, wenn man wirklich in dieser Kriegssituation ist, man kann nicht sagen, was für eine Entscheidung man treffen würde. Man kann nicht sagen, ob man so mutig wäre, mitzuhelfen. Es ist wirklich ein sehr schwieriges Dilemma. Wie gesagt, Interaktivität ist in diesem Museum sehr wichtig und ein ganz besonderer Raum ist der Raum hinter mir. Es ist ein Bunker, der mit Ton und auch Vibration wirklich eine Angriffssituation darstellt. Also man kann da reingehen und fühlt sich, als wäre man gerade in einem Bunker im Krieg. Und das ist eine Erfahrung, die ich nicht im echten Leben machen möchte, aber jetzt machen werde. Also das war sehr krass. Man sitzt auf so einer Bank, die vibriert so mit jedem Einschlag. Und erst hört man so Flugzeug irgendwo ganz weit und einen Einschlag irgendwo ganz hinten. Und ich dachte schon irgendwie so, das wär's. Und dann kam dieser übertriebene Bombenhagel, I don't know, direkt über mir drüber. Das hat sich sehr krass angefühlt. So beklemmend und schrecklich schlimm. Also sehr intensive Erfahrung. Wir haben die Location gewechselt und befinden uns jetzt auf der einzigen deutschen Kriegsgrabstätte in den ganzen Niederlanden. Es ist ein bisschen schwierig, ein bisschen merkwürdig für mich hier zu sein. Es sind 32.000 deutsche Soldaten hier begraben, die in den Niederlanden gefallen sind oder zumindest an der Grenze. Und
Wenn man die Geschichte kennt, dann weiß man, dass hier Leute begraben sind, die definitiv Nationalsozialisten waren und freiwillig in den Krieg gezogen sind. Auf der anderen Seite aber auch sehr viele Menschen, die Angst hatten um ihre Familie, um sich selbst und einfach gezwungen wurden, in den Krieg zu ziehen und dann hier gestorben sind. Das ist ein sehr beklemmendes Gefühl, aber ich glaube, genau darum geht es hier heutzutage. Und ich werde heute ein bisschen was über die Geschichte hinter diesen Gräbern erfahren. Hier herrscht eine große Diversität. So liegen hier zum Beispiel Kriegsverbrecher, die am Holocaust beteiligt waren, neben unschuldigen Kindern. Wie schon gesagt, liegen hier ungefähr 32.000 deutsche Soldaten begraben. Es gibt aber auch 150 Gräber, in denen liegen keine Männer und keine Soldaten. Es sind 150 deutsche Frauen auch hier gestorben, die in der Kommunikation oder als Krankenschwestern gearbeitet haben. Tatsächlich sind gerade auch vor mir drei Gräber von drei Frauen, die an der Post gearbeitet haben und bei einem Anschlag auf die Post gestorben sind. Und auch diese Frauen liegen jetzt hier. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist es gerecht, dass sie hier liegen zwischen den Soldaten und teilweise auch Kriegsverbrechern? Sind sie schuldig oder sind sie unschuldig? Es ist auch wieder eine Frage von Gleichberechtigung. Und all diese Fragen sind Fragen, auf die ich persönlich keine Antwort habe, weil egal wie viel man weiß und egal wie viel Erfahrung man macht, manche Fragen kann man einfach für sich selbst nicht lösen. Die, die auf jeden Fall mit am meisten unter dem Krieg leiden, sind Kinder. Die werden nicht nur verletzt und getötet, sondern ihnen wird einfach die Kindheit genommen. Sie werden schwerst traumatisiert, ihnen wird die Heimat genommen. Jetzt sitze ich aber gerade hier und überlege, was ist, wenn ich ein Kind habe? Was ist, wenn ich Mutter bin und ich weiß, dass in meinem Land Krieg herrscht? Bleibe ich dann dort oder versuche ich, meinem Kind eine bessere Zukunft in einem anderen Land zu geben? Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich, toi toi toi, mir diese Gedanken gerade nicht machen muss. Ich mache heute hier so unglaubliche Erfahrungen, die mich mein ganzes Leben einfach prägen werden. Und das muss man in persona erfahren. Deswegen möchte ich ein paar von euch die Chance geben, auch das hier alles zu erfahren. Und ich habe mir überlegt, ich mache ein kleines Gewinnspiel. Die Frage, die ihr mir dazu beantworten müsst, einfach in die Kommentare schreiben. Wenn ihr mir das beantwortet, dann werde ich in 7 Tagen auslosen, wer von euch gewonnen hat und euch anschreiben. Viel Glück! Die Erfahrungen, die ich heute gemacht habe, waren sehr intensiv und beeindruckend und haben mir auf jeden Fall noch einmal ganz deutlich gezeigt, wie glücklich ich sein kann, hier in dieser Zeit und in diesem Land geboren zu sein. Weil erst wenn jeder Mensch in Frieden und Freiheit leben kann, was einfach gerade noch nicht Fall ist, erst dann ist diese Welt eine richtig glückliche und dahin sollten wir eigentlich streben. Ich werde jetzt meine gesammelten Eindrücke zusammenfassen und an die Freiheitswall schreiben, zusammen mit meinem niederländischen YouTube-Friend Rüdiger. Das war's mit dem heutigen Video. Ich danke euch allen, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt, mitgenommen und euer Bewusstsein erweitert. Schreibt mir bitte auch in die Kommentare, was eure Meinung über Frieden und Freiheit ist. Und dann sehen wir uns sehr wahrscheinlich im nächsten Video wieder. Bis dahin.